Hallo und willkommen zurück in New Super Mario Bros. U. Gut. Wo wir hier das Level da machen. Oh. Genau, Zeitrennen. Kennt ihr das, wenn man gegen die Zeit rennt und man sich auch nur so denkt, will ich mich eigentlich verarschen? Gut. Also wenn, dann muss ich schon irgendwo anders landen und nicht einfach straight im Wasser. Ja, ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das, glaube ich, jetzt nicht so optimal war. Das Geile war ja, dass ich für einen kleinen Bereich da sogar laufen konnte. Und halt ohne wirklich effektiv in der Lage zu sein, dort wirklich zu laufen. Das war, glaube ich, sogar der Dreisprung hier. Ja. Gut. So. Das seht ihr, glaube ich, gerade auch. Das stellt nur meine Lautstärke ein und nicht eure. Sollte es zumindest nicht. Pinguin versus Torpedo, I see. Kein Y, das scheint nämlich gar keinen Effekt zu haben. Einfach pures B spam. Ja.
Es waren jetzt langsam ein bisschen viele Torpedos. Okay, mein Gott, Alter. Ist das hier ein B-Spamming? Jetzt lass ihn halt in Ruhe. Mensch. Hört auf, meinen Pinguin zu töten. So. Da, da. Dein Finger! Ich rutsche immer weiter vom Steuerkreuz weg und denke mir so, Alter, ich bin schon fast mal drauf, Alter. Hoffentlich komme ich noch durch. Na, 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 na. Was wollen die Entwickler von mir hier eigentlich? Ich habe keine. Ich will doch eigentlich nicht warten. Das ist doch ein Speedrun. Ich muss doch konstant schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Es ist wirklich einfach Hochleistung schwingen, was der schwimmt, was die hier von einem verlangt. Zwar auch schnell ist. Klar, ich konnte ihn auch voll rechtzeitig sehen, um mich runterzulenken. Hust, hust nicht. Pinguine gegen Torpedos. Keine Ahnung. Komischer Kampf, komischer Krieg. Noch eine. Ich dachte, wir werden langsam an den Punkt, wo keine neuen mehr kommen. Oder ist das genauso wie die Wehrs und hat auch irgendwie 5 Milliarden Challenges in sich drin? Ne? Erstens mal habe ich eigentlich gedacht, dass ich in der Mitte landen würde, dass sich das gar nicht runter bewegt und zweitens fick dich Spiel. Was möchtest du eigentlich von mir? Was zur Hölle, Mann? Was waren überhaupt da oben Münzen? Da komme ich ja super hoch auch. Also wenn ich so runterfalle, dann bin ich doch schon am Arsch. Aber Charakter meinen muss nicht zu springen. Ah.
Gott, Alter, ich habe nicht erwartet, dass er darauf landet. Was kann ich denn dafür, wenn der Gegner nicht das tut, was er tun soll? Was er laut der logischen Conclusion hätte tun sollen. Was ist denn hier die logische Conclusion? Ja, keine Ahnung. Soll ich für ein paar Minuten gegen die Wand rennen oder was? Wäre wahrscheinlich funktionabel, aber das ist definitiv nicht der, die Highspeed-Durchrennen-Strat. Vielen Dank für die Blumen. Ich merke gerade, das ist dieser Bereich in dem einen anderen Level, wo man Leben fahren muss. Kommt genau derselbe Bereich vor. Bereich aus diesem Level hier, der wird dort wieder verwendet. Der größte Gag an dem, was bei mir hier gerade passiert ist, ist, dass ich einfach gar nicht gewusst habe, dass ich da hoch musste. Deswegen ist das auch so voll der Witz auch. Noch eine Herausforderung. Wann kommt denn das Ende? Was? What? Ich bin gerade mega verwirrt, weil ich mir so denke, warte, Propeller und schnell. Das passt doch gerade überhaupt nicht zusammen. Die Entwickler sind doch, glaube ich, auch irgendwie blöd, oder? Was zur Hölle? Ich bin... dieses Level verwirrt mich gerade wirklich richtig hardcore. Ich habe einen Propeller, okay? Und ich soll schnell sein. Mit einem Propeller. Von allem... Items überhaupt. Soll ich schnell sein mit einem Propeller? Ein Propeller, der recht gutes Upwards-Momentum hat, aber wenn es ums Runtergehen geht, fällt wie ein Stein? I see. Okay, also ich kann hier erstmal Zeit sparen, indem ich Folgendes mache. Zu wissen, das sind Contracten, das sind welche, die auseinander wieder zusammengehen. Das war mir am Anfang nicht bewusst. Okay, probieren wir mal. Können wir Doppelspam machen oder ist das, geht das nicht? Wir können sogar wirklich da durchkommen, ist dann halt schwer, aber wir können das machen. Willst du mich gerade verarschen? Ich habe gerade genau das gemacht und gerade eben hat es schon funktioniert, jetzt nicht. Also entweder komme ich da später an oder ich komme da früher an. Das irgendwie besser timen. Oh.
Ich muss bei dem Kreis früher ankommen, der contracted und so. Okay, das ist auf jeden Fall erstmal eine Strategie. Nein, das ist auch nicht. Manchmal könnte ich mir in den Finger beißen. Aber nur manchmal. Mensch, Alter. Ich hasse die Entwickler, Mann. Warum machen die so eine Scheiße? Was hätte ich denn jetzt hier machen sollen? Also man muss da noch schneller sein. Also, like, ich musste ein Loch finden. Mensch. Wie ist das Level? Um einiges länger, als ich jetzt ganz spontan erwartet hätte von der Zeit her gesehen. Warum mache ich das eigentlich? Warum springe ich? Es ist hier nicht gut. Vielleicht ist es sogar im ganzen Level nicht gut. So mäßig. Weißt du, manchmal denke ich, die sind langsamer. Manchmal denke ich, die sind schneller. Haben die Ringe unterschiedliche Geschwindigkeiten? Ich weiß, dass das auf jeden Fall möglich ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob es hier angewendet ist. Vielleicht hätte ich nicht. Vielleicht hätte ich es nicht drücken sollen. In diesem Fall. Hätte ich noch eine Umdrehung abwarten sollen? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich verstehe auch nicht. Das habe ich doch vorher genauso gemacht und es hat funktioniert. Was will das Spiel eigentlich von mir? Jaha. So viel zum Speedrunnen. Hilfe. Also, like, das ist ja krank. Ah ja, heute kam ein Mario-Video online, das stimmt. Das ist gut so.
Es sind noch so viele Level. Bitte bin endlich mal. So viele Level. Wir machen nächstes Part weiter. Wir werden nicht vergessen und ciao.